Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Wir testen ein neues Spiel. Heute testen wir das Spiel Red Chaos District Order. Und zwar ist das Spiel noch nicht draußen. Ich durfte es jetzt mal vorab anspielen. Es kommt am 12. Juli 2024 raus und ist natürlich jetzt auch noch nicht fertig. Und es geht in Richtung Command & Conquer und Company of Heroes. So ungefähr soll es dargestellt werden. Angeblich auch ein bisschen so Richtung Age of Empire, aber natürlich in der Endzeit. So. Ihr seht es ja schon im Hintergrund ein bisschen. Alles liegt im Chaos und ihr müsst halt die Macht an euch herreißen mit allen verschiedenen Völkern. So. Das Spiel soll dann später hauptsächlich auf Multiplayer basiert sein. Das heißt dann halt One-on-One und so weiter. Und storytechnisch soll es 12 Missionen geben. Beziehungsweise 12 Kampagnen. Ihr seht es schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die kann man natürlich alle noch nicht so spielen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade. Ich hätte gerne die Story angetestet. So, aber wir gehen mal in den Multiplayer rein, weil das ist jetzt erstmal das, was freigeschaltet ist. Und schauen uns da jetzt mal ein Spielchen an. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht spielt. Es gibt hier Matchmaking und so, ist alles schon verfügbar. Aber ich habe es jetzt so noch nicht gespielt. Wir werden natürlich gegen die KI spielen, einfach um zu testen. So, Test. Add AI Player. Ja, Room Password. Ja, machen wir eins rein. 1, 2, 3, 4. So, jetzt können wir uns eine Insel auswählen, beziehungsweise eine Game auswählen. So, ihr seht es ja schon, es gibt, die Maps sind recht klein, das ist aber auch so gewollt. Es gibt eine Ressource, die wir da haben können und das reicht auch, also zumindest laut des Spiels. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen auch gelesen, dass es ein paar Fehler noch hat, dass zum Beispiel jetzt direkt angegriffene Soldaten nur, sag ich mal, sich wehren. Also das heißt, im Klartext, wenn ihr jetzt 10 Soldaten da habt und 5 werden angegriffen, die anderen 5 reagieren einfach nicht, dann müsst ihr dann selber reagieren. Aber das ist alles noch, sage ich mal, im Aufbau. So. Ja, ihr seht es ja schon. Wir haben jetzt hier, ich mache jetzt einfach mal 10.000 Ressourcen. Maximal Spieler 2. Ihr könnt natürlich aktuell auch nur 2 nehmen, weil, wie schon gesagt, das ist eine Testversion. Und das Spiel ist noch nicht draußen. Das kommt erst im Juli raus. Das heißt, noch 4 Monate hat das Spiel Zeit, sich zu entwickeln. Natürlich wird es wahrscheinlich dann auch so sein, dass es am Anfang wieder alles ein bisschen bescheiden läuft. Wir kennen es ja. Oder wir können Glück haben. Das ist gut. Ne? So, wir nehmen mal nicht Last Oasis, wir nehmen mal irgendwas anderes. So, vielleicht habt ihr es ja schon mal in einem anderen Video irgendwo gesehen. Wir nehmen mal Warzone. Hört sich nach einer ganz interessanten Karte an. So, ihr seht es ja schon, ne? Wir machen einfach mal Beginner, weil ich habe noch gar keinen Plan von Ressource, weil du hast jetzt auch kein Tutorial, was dich jetzt, sage ich mal, reinführt. So, du kannst ja jetzt hier und kannst dann sagen, ich bin jetzt die 1. Ne? Du kannst jetzt die Teams wählen, dass ich da bin. Und die 2 ist dann, haben wir anscheinend. Wir nehmen mal die rote Flagge. Wie gesagt, Beginner. Wir nehmen die Iron Hands und den Gegner. Ja, nehmen wir mal die Resistance, dass man mal so ein bisschen Unterschiede sieht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Gehe jetzt mit euch das zusammen das erste Mal rein. Es ist aktuell mal komplett auf Englisch. Das heißt, wir müssen also ein bisschen setzen. Sorry. Ready. Warzone haben wir ja gesagt, Ressourcen haben wir ja gesagt, 10.000. Gibt anscheinend, wie gesagt, nur eine Ressource, habe ich auch gesehen. Und da schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, also ich bin grafisch-technisch ist es auch noch nicht so schön ausgereift. Ihr seht es auch. BASD, okay, funktioniert nicht. Ich habe jetzt, oh, ich habe jetzt eine Baracke gebaut anscheinend. Mit W, okay. Also müssen wir die Pfeiltasten aktuell nutzen, finde ich ein bisschen doof, aber ist ja alles egal. So, ihr seht es jetzt hier schon. Complete. So, wir können jetzt hier eine Baracke bauen. Damit können wir ja dann wahrscheinlich Soldaten oder sowas holen. So, Reptile, Rocket, Puncher, Inspector. Okay, schauen wir nochmal, was haben wir denn hier? Nehmen wir hier 5. Das geht wahrscheinlich dann so, dass wir die so machen können. Was haben wir jetzt hier? Ein Extension Center. Headquarter ist wahrscheinlich das Ding hier, ne? So, was ist das hier? Okay, wir müssen mal gucken, wie wir dann... Okay. Rocket Puncher, Inspector. The Chief Engineer conquers the oil direct to... Construction complete. So, die machen wir mal mit. So, was ist das jetzt hier? Okay. Offers a large build radius. Okay, die Build Radius können wir dann erhöhen. Und hier können wir Infanterie. So, wenn wir jetzt das wahrscheinlich den hier hinstellen. New construction options. So, können wir den jetzt hier reinschicken? Schauen wir mal. Okay.
Ja, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Kriegen wir jetzt hier irgendwo Ressourcen? So, wir haben 6500. Product Vehicles. Ja. Okay, müssen wir das hier wahrscheinlich upgraden oder irgendwas? Oder? Das hier? Ah, hier gibt es noch mehr. Wall. Defender. Was ist das hier? Soldaten. Ironfly. Okay, das ist dann wahrscheinlich was anderes. Was ist das hier? So, hier können wir dann noch irgendwie Panzer bauen und sowas. Okay. Ah, es reagiert noch ein bisschen stumpf. Also es dauert ein bisschen, die reagieren. Kann man die... Nee, das geht nicht. Gut. So. Mach ich mit denen hier? Tornado, move fast for 7 seconds. Okay. So. So. Das ist ja das Headquarter hier, ne? Das ist genau das. So. Jetzt haben wir hier eine Raffinerie. Okay, das haben wir jetzt irgendwie freigeschaltet, warum auch immer. Wahrscheinlich durch die hier vielleicht. War nämlich gerade noch nicht frei. So, wir können jetzt mal gucken. Ich werde mal hier noch ein paar Rocket Puncher nehmen. Muss halt ein bisschen aufs Geld gucken, damit wir dann hier gleich erstmal die Raffinerie bauen. Nicht, dass wir uns gleich hier erstmal totlaufen. So, Products, Collectors and Resources. Ja, schauen wir doch mal. Ich weiß auch nicht, was die hier bringen. Inspector hört sich für mich irgendwie an wie Ingenieure. Ach, guck mal hier. Stellen wir jetzt mal. Der Witz ist ja, man kann es ja trotzdem hier hinstellen. Ihr seht es ja. New construction options. Ah. Ah, okay, der fährt jetzt so da rein. Okay, sehr gut. So, das heißt, schauen wir mal, wie macht er das? Muss er. Ah, ne, der baut Bäume ab. Ich habe jetzt gedacht, der. Ne, doch, oder? 69.000, schauen wir mal. 29.690. Ihr seht es ja schon. Die wehren sich auch gerade nicht. Unit lost. Warum auch immer. So. Ich kann das. Guck mal, könnt ihr hier rein? Was hat das jetzt gebracht? Ich weiß halt noch nicht, was die Kollegen hier bringen. So, wir können mal schauen. Wir haben jetzt dadurch, dass wir jetzt hier Ressourcen sammeln. Wartet mal, ich will mal noch. Es gehen halt nicht alle drauf. Und das finde ich halt ein bisschen doof. Habe ich auch schon gelesen. Was ist das hier? Elf in Repair. Hat das wahrscheinlich irgendwie... Brauchen mehr Soldaten. Wir haben jetzt wie viel? 1900... Ich kann keine Zahlen mehr lesen. 1910. So, der fährt jetzt hier hin. Es kommt halt immer wieder ein Soldat. So, Bob-Tot. Okay. Wie gesagt, ich habe mal auf Beginner gestellt, weil ich ja erstmal gucken will, wie das so funktioniert. So. Bauen wir noch so ein. Und dann bauen wir mal Tech Center und War Factory. Also so ein Auto. Aber es ist halt doof ein bisschen. Man sieht halt zum Beispiel, ich habe 1720. Und es ist nicht ausgegraut. Heißt, ich kann es dann halt einfach... muss dann ein bisschen abschätzen, wie viel das kostet. Ne? Das Spiel ist halt so aufgebaut, wie halt ein RTS ist. Ne? Also man muss halt wirklich... muss halt wirklich schauen, dass man sich gut organisiert. Also ich bin jetzt wirklich nicht der Spieler, so ich habe zwar Age of Empire damals ein bisschen gespielt und auch ein bisschen, also wirklich Mühe competitive auch, ne? Command & Conquer habe ich die Story, glaube ich, damals durchgespielt. Das war es aber dann auch. So. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was die Kollegen hier können, ne? Also, ja, mal schauen. The Chief Engineer conquers Oil Direct. All direct to increase resources. Ich würde mir gerne mal sagen, was die können. Construction complete. So, wir haben jetzt das nächste Gebäude fertig gebaut. Eine War Factory. Die können wir mal hier hinstellen. New construction so, die Gegner options. Kommen die ganze Zeit ja von unten, ne? So, okay, die bauen hier ab. Gut, das ist halt wirklich so. Die bauen hier ab. Sehr schön. So, ihr müsstet gleich wahrscheinlich... Wenn ich die auch hier reinsetzen? Okay, ja. Ich stelle die einfach mal da rein, um zu schauen, was da passiert. Was haben wir jetzt? Wir können jetzt hier Autos bauen. Was ist das hier? Deductible Damage. Hier. Was haben wir hier noch? Hier können wir Panzer bauen. Da müssen wir wahrscheinlich das hier bauen. Insufficient funds. Ah. Okay, wir haben nicht genug Geld. So. Okay. Wie gesagt, wir haben ja nur auf Beginner gestellt, um euch das Spiel jetzt mal ein bisschen zu zeigen. Ihr seht es ja hier auf der Karte, wenn ihr seht, hier sind diese Ölraffinerien. Das ist eure Ressource. Also es gibt halt nur Dollar, ne? Und... Let's go. Steht ja auch oben im Progress, ne? Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten 4 Monaten wahrscheinlich noch sehr, sehr viel passieren wird. Also, es sieht halt wirklich schon ein bisschen aus wie ein Command & Conquer. Okay. Natürlich müsst ihr auch so sehen, die Grafik ist nicht
letzte bisher, ne? Also das ist halt, müsste man auch mal ein bisschen sagen, was das hier. Ach, das sind die Upgrades. Okay, das ist wie eine Schmiede, sage ich mal. Da kommt wieder ein Gegner. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen reinhauen. Wir bauen jetzt mal hier noch so eine Karre, damit wir halt mehr Geld liefern lassen. Was hier? Achso, das ist wahrscheinlich nur so eine Eco-Geschichte. So. Oder die greifen dann an, natürlich. Kann auch sein. Was haben wir jetzt noch? Also, wir könnten jetzt hier einen Power-Generator bauen. Supply the base before resources per second. Insufficient funds. Bauen wir auch gleich mal. Ein Hangar, da können wir Flugzeuge anscheinend bauen, oder? Ja, Flugzeuge. Was haben wir hier? Operation Research, Advanced Upgrades. Ja, man spielt das halt 3, 4, 5 Runden und schon hat man da, sage ich mal, einen kleinen Überblick von. Ne? Also, das ist jetzt nicht. My weapon is ready. Natürlich könnte ich jetzt auch richtig Hardcore spielen und könnte jetzt sagen, oh, ich muss jetzt die Soldaten immer nehmen und runterschicken. Okay, die können nicht angreifen, also ich weiß auch nicht, was die mir bringen hier, ne? Also, da müssen wir mal gucken. Wisst ihr auch? Ingenieure, die müssen doch irgendwas anderes sein hier. Schicken die mal rein. So, das Ding ist jetzt voll. So, wir bauen ja jetzt gerade ein Auto. Wir haben jetzt ein Auto gebaut. So, da bauen wir jetzt hier auch noch eins, damit wir mal ein bisschen. Ah, jetzt schießt. Okay, jetzt schießen sie selber. Okay. Bazooka. So. So, ihr seht ja schon ein bisschen so, wie das Spiel sich so verhält. Ne? Also, man baut im Endeffekt wie bei Siedler, sage ich mal, irgendwelche Türme, die besetzt werden. Oder beziehungsweise nicht besetzt werden, sondern Türme. Und dann hat man den Radius weiter, den man ausbauen kann. Ne? Also, es ist schon sehr, sehr einfach gehalten. Aber das soll es ja auch sein. Ne? Our base is under attack. Es soll es ja auch wirklich sein. So, wir bauen jetzt mal das. Ich baue einfach mal alle Gebäude, damit wir mal ein bisschen gucken können, was das so kann. Ne? Natürlich, wie gesagt, ihr seht ja auch, es gibt zwei verschiedene, aktuell zwei Völker. Und, L-Option, achso. Ist das hier Scan? Ach, ich kann für $300 jetzt die Umgebung scannen. Construction complete. Super, ich denke mal, der Gegner wird hier sein. Naja, dann lass den mal under attack sein. Kann man hier reparieren? Was kann der? Was kann der Inspektor? Was kann der? So, wenn man jetzt hier nicht drauf drückt, steht ja da ungefähr, gegen was die sind. Die hier sind gegen Soldaten, wenig gegen Panzer, wenig gegen Gebäude. Die sind gegen Gebäude. Achso, die sind gegen Gebäude, Panzer und Flugabwehr. Und die sind nur gegen Soldaten. Ja, okay. Wissen wir jetzt ungefähr, was die können. So, wir können jetzt hier mal einen Panzer bauen. Kostet ja 1100, da bauen wir mal zwei. Ich tue das mal hier hin. Vielleicht kann man die Fahne ja so hinmachen. So, wir haben jetzt hier das Gebäude fertig. So, jetzt kriegen wir immer wieder vier, immer durchgehend halt Geld. Das ist ja geil. Jetzt haben wir hier einen Panzer. So, ich möchte gerne mal noch hier hinbauen. Und dann möchte ich gerne noch so eine Raffinerie bauen, damit wir halt schneller Geld kriegen. So, kann ich zwei Sachen mit einmal bauen? Nein. So, jetzt haben wir hier zwei Panzer. Ja, wie gesagt, also ich finde, es ist halt ein rundenbasiertes Multiplayer-Game. Also ich sag mal, die Story ist wahrscheinlich nur da, einfach nur da, dass sie da ist. Gehe ich stark davon aus. Und dass sie das Spiel halt mehr auf Multiplayer, also so soll es auf jeden Fall sein. Das ist halt ein Nischen-Game, das müsst ihr auch mal sehen, das ist halt ein Indie-Titel. Es sind drei Entwickler, die hier dran rumschrauben. Also es ist nicht ein Spiel, wo ich sage, da sind jetzt hunderte von Leuten dahinter. Das ist halt einfach ein Indie-Titel. Ne? So, und so. Was machen wir jetzt? Also wir haben jetzt, ich möchte jetzt gerne nochmal den Hangar bauen, damit wir halt auch Flugzeuge bauen können. Und ich möchte gerne das hier bauen. So, wir können ja jetzt mal schauen. Wir können ja jetzt sagen hier, ey, Infanterie-Upgrade oder Place One Collector. Was ist denn ein Collector? So, Place One Collector Required Building Raffinerie. Okay, was ist das hier? Buildings get an Auto Repair Funktion. Auch nicht schlecht, ist auch ganz cool. Was gibt es hier noch? Building Upgrades, 20% mehr Armor als Building. Dann hier Upgrade das. Okay, Bomber Support Construction complete. So, wir haben jetzt hier wieder was gebaut. Ein Hangar. Wie gesagt, ich möchte ja jetzt mal kurz testen, wie das hier so alles funktioniert. Ne? Wir haben jetzt hier das Phantom. Wir haben den Blackbird. So, theoretisch gesehen können wir ja mal so zwei von denen bauen. Oder drei. Wir schauen einfach mal,
wie das sich verhält. Ne? Ich baue jetzt gerade nochmal so ein bisschen. Ne? Also ich baue, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, oh krass, wir bauen jetzt hier ultra viel. Ich möchte halt einfach mal ein bisschen was testen hier. Ne? Wir spielen ja auch nur gegen einen einfachen Gegner, um halt einfach mal zu testen. So, wir können ja mal schauen, was die so können. Gib mir mal, die werden hier sein. Okay, das läuft ja... Okay. So, jetzt haben wir drei Helikopter. Jetzt möchte ich nochmal den hier bauen. Ich weiß, es geht aufs Geld und wir brauchen eigentlich gerade ein bisschen Kohle. Wenn wir noch so ein Ding bauen, damit wir schneller Geld kriegen. Oh. Okay, okay. So, jetzt baut er... Oh, jetzt baut er schon Autos. Der einfache Gegner. Ich hätte den jetzt schon längst überrennen können, ne? Also, das ist jetzt... Beginner ist jetzt nicht so schwer anscheinend. Hm. So. Mal ein bisschen schneller Kohle. So, das hier möchte ich noch bauen. Was machen wir hier? Das Tech-Upgrading haben wir schon. Also, ich möchte jetzt nur noch das hier bauen. Da möchte ich noch ein bisschen gucken, was das so können, ne? Also, das ist jetzt für euch einfach mal so ein kleiner Eindruck, was die alle so machen können, ne? Ihr seht ja, wir können Panzer, können Flugzeuge bauen. Ich habe erst gedacht, wir können Schiffe bauen, aber Schiffe gibt es anscheinend noch nicht. Constructing. Wir können hier mal alles upgraden. Hier oben läuft ja ein Timer. Wir können hier was repairen. Ich weiß nicht, was das ist. Kostet $1000. Use the health and repair option to restore the... Our base is under attack. Oh. Yeah, yeah. Kann man die irgendwie mit Steuerung 1 markieren? Ah, okay. I'm going. Give me one moment. Gut, also mit Steuerung 1 könnt ihr zum Beispiel dann wieder, ah, okay, das ist cool. Wenn ich jetzt die mache, Steuerung 3. So. Ah, jetzt bauen sie Panzer. Jetzt 1000? Ah. Krass, eine Heilkuppel. Okay, das ist schon krass. So, was haben wir jetzt hier? New Construction Options. Was ist das hier? Vehicle Upgrades? Ja, da können wir jetzt zum Beispiel... What? Das finde ich halt doof. Ihr habt das gesehen? Die wehren sich dann halt nicht. Einer geht tot. Ja, ja, komm, mein Mage ist einfach tot, so in der Art, ne? Duke dann halt einfach nicht. Das ist das, was ich glaube nicht so cool finde. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ein paar Soldaten bauen. Bubble Tank. Place one Hurricane Tanks. Ah, okay. Also könnte ich jetzt zum Beispiel... Fire a powerful weapon. Das hier Aircraft gained, achso, 20% mehr. Our base is under attack. Collector ready. Kann man das ja irgendwie reparieren? Vehicles armor upgrade complete. So, ich werde nur mal gerade gucken, was dazu. Insufficient funds. Wir können die $2000 jetzt. So, wir können das jetzt hier hinsetzen. Das ist jetzt so ein Ressourcending, ne? Spielen wir einfach mal. Und jetzt einfach so. Ah, einfach mal eine Kiste von mir mit. I have a lot to do. I'm pressing the pedals. Oh. I'm pressing the pedals. We need more resources. Collector. We need more resources. We need more resources. I'm pressing the pedals. Gehen wir mal, ob das geht. Updates. Double tank activated. Double tank activated. Okay, also können wir jetzt okay, die bauen jetzt alle ab hier. Sehr schön. Die Ressource geht natürlich dann irgendwann alle, ne? Die anscheinend nicht. Das heißt, Power-Generatoren sollte man halt immer machen. Attack. So. Ich möchte gerne mal den hier bauen, den Nightmare. So, ich möchte gerne mal alles, wie gesagt, bauen, um zu testen, was die so alle können. Insufficient funds. So, was kann der? 700? Was ist das denn hier? Inferno. Wahrscheinlich ein Flammenwerfer. Wir müssen hier mal ganz kurz gucken. Die wehren sich halt nicht selber. Das ist halt blöd. Es gibt noch gar keine Option, sage ich mal, um zu sagen, ey, Jungs. Our base is under attack. What the fuck? We are under attack. Oh Gott! Unit lost. Okay, wir müssen jetzt mal ein paar mehr Soldaten bauen. Okay. Aber ihr seht ja schon so ungefähr das Grobe, wie es halt funktioniert, ne? Also es gibt eine Ressource. Ey, die gehen mir auf den Keks. Okay, wir müssen jetzt doch mal ein bisschen reinhauen hier. Langsam will er mich doch wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen... Ey, das Ding ist ja nervig. Unit lost.
Okay, wir haben doch ein bisschen zu rumgepimmelt anscheinend. Okay. So, jetzt gehen wir mal in Angriff. Die Flugzeuge, die nerven ein bisschen. So. So. Attacke. So. We are under attack. Unit lost. I'll punish you. Let's go. So. Ja, mach mal wahrscheinlich tot, aber ihr habt ja schon das Grundprinzip verstanden, ne? Wenn jetzt hier wahrscheinlich so machen. Will er sich? Der heilt sich gar nicht, ne? Ja, under attack. Okay. Ja, ihr seht es aber schon, das Grundprinzip ist halt so von einem ganz normalen RPS, ne? Also. So, die tot. So, den Panzer machen wir mal noch schnell weg, bevor der mich da jetzt hier. Au. Oh. Hat jetzt gerade mein Unit abgeschossen. Es gibt aber keine Tower, oder? Keine Abwehrtower. Your base is under attack. Oh. Okay, das ist ein Flugzeug. Das ist mein Hangar, das hier, ne? Insufficient funds. Bazooka. So. Phantom has arrived. On my signal, Bazooka. Bazooka. Die reden halt nur so gesprungen. Ne? Wir können ja mal die hier machen, da haben sie keine Ressourcen mehr. So, komm. Den Hangar noch, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? So, können die da hinbauen? Ah, nee, das war ja so ein... Okay, das war dumm. Das ist ja ein Ressourcending. Ihr seht schon, ich habe richtig den Plan von dem Spiel, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, ne? Also, ich fand das ganze Spielsystem ganz, ganz cool. Und dachte mir so, okay, das ist vielleicht was für euch, um einfach mal zu sehen, ne? Das Spiel, wie gesagt, heißt Red Chaos, The Strict Order. Und... ist, wie gesagt, es kommt im Juli erst raus, daher ist halt auch ein bisschen Zeit. So. Wir haben da hier noch irgendwo Soldaten, oder? Oder sind die alle schon tot? Ja, die sind alle schon wieder tot. Ich glaube, der backt da gerade rum, oder? Danke. So, der backt da ein bisschen rum, aber das ist ja auch egal. Den wollte ich gerne mal haben. Wer schießt die ganze Zeit auf meine Panzer? Ah, der anscheinend. Ja, komm, der schafft es nicht mehr bis zur Base. So, ich wollte gerne mal diesen Flammenwerfer noch bauen. Können wir noch? Ah, hier. Gucken, was der noch so kann. Our base is under attack. A base is under attack. Wo? Oh. Oder meint er mich? Ah, ich glaube, der meint meinen. Der meint. Ja. Was ist das hier? Scheint ein Ölbohrturm oder sowas. Warte mal. Das ist die, seht ihr, die greifen halt nicht weiter alleine an, ne? Das ist halt ein bisschen schade. Wow! Das ist eine Artillerie? Ich habe das ein Flammenwerfer. Okay, krass. I have a special gift. Ah, da ist ein Panzer. Den machen wir mal schnell. So. Aber ihr seht ja schon eigentlich, was das Spiel halt großartig kann, ne? Also, es soll größtenteils ein Multiplayer werden. Und da wollen sie auch hin, ne? Also. So. Ich meine, wenn wir das Hauptquartier jetzt zerstört haben, haben wir gewonnen. Ja, muss ich ja dazu eigentlich auch gar nicht sagen, ne? Also, es ist halt leider... Was schießt auf mich? Manchmal frage ich mich, warum meine einfach abgestürzt ist, also... Okay, ich muss doch anscheinend alles zerstören. So, ihr seht's ja schon, ne? Also, es ist... Jetzt... Ich kann halt nichts großartig weiter sagen, außer man gibt... Es gibt halt aktuell zwei,
zwei Fraktionen. Und jeder hat jetzt schon wieder. Collector ready. Okay, jetzt können wir hier nochmal einen Collector hinsetzen. Somit kann man dann immer wieder neue Ressourcen halt farmen. Also es ist. What? Er hat einfach eine Atombombe bei mir reinplatziert. Hä? Aber was ich halt nicht verstehe, ist dadurch, dass das mein Hauptquartier, der hat einfach mein Hauptquartier mit der Atombombe gekillt. Ich kann jetzt auch kein Hauptquartier mehr bauen. Also muss man auch direkt mal so zwei Hauptquartiere bauen. Oh. Da hat er mein Hauptquartier am Ende noch zerstört. Statistiken gibt's halt, das ist auch ganz cool. Sag ich mal, ihr seht ja Beginn Offensive. Ja, okay. 13, 3. Ich habe die drei Buildings halt erstens nur verloren. Also ich habe zwei Buildings verloren, weil er eine Torrakete bei mir reingeschossen hat. Keine Ahnung, wo er die auf einmal her hatte. Ja, ansonsten seht das ja. Es sind gute Stats. Und ja. Was soll man dazu noch sagen, ne? Ja, das war's. Warte, das ist Red Chaos. Wie gesagt, das ist jetzt. Ich habe eine Vorabversion zum Testen bekommen. Man kann halt wirklich keine Story leider spielen. Das hätte ich gerne getan. Also, um euch mal vielleicht eine Story-Mission zu zeigen oder so. Aber. Ja. Gibt es hier noch Skirmish? Was ist das? Wahrscheinlich kannst du da. Ach, kannst du. Gegen Computer. Okay, ja, da hätte ich nicht auf Multiplayer. Das ist halt dasselbe. Du kannst jetzt hier die Map. Brauchst du Ace für 2, hier kannst du für 4, kannst du nochmal gegen zwei andere Computer später halten. Ja, gut, Leute. Ihr habt es ja einmal gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, aber das kennt ihr ja schon. Ansonsten lasst ein Like da. Wenn ihr noch mehr über das Spiel erfahren wollt, sagt Bescheid. Ansonsten ist unten in der Videobeschreibung ein Link. Da könnt ihr gerne mal drauf gehen und dann kommt ihr zum Steam. Auf das Spiel Red Chaos und könnt euch da, glaube ich, auch eine Demo herunterladen zum Testen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.